Einen wunderschönen guten Tag, Leute! Marco, bist du da? Nein. Ich bin heute bei jemand, den wir beide, also wir fast 2000 und ich, lang nicht mehr gesehen haben. Der hier. Kennst du den noch? Der Typ da. In Blau. Ja, es schaut gerade ziemlich grauenhaft aus, weil der Wagen darauf vorbereitet wird, lackiert zu werden. Dazu müssen wir ihn halt komplett auseinandernehmen, sprich die Front weg. Die ganzen Seitenleisten sind weg, die Schweller sind weg. Ich habe Felgen drauf getan, damit der Lackierer im Radkasten mehr Platz hat zum Lackieren. Höher geschraubt auch. Es ist aber noch nicht das Schlimmste an der Arbeit. Das Schlimmste wird sein, wenn man wieder zusammenbauen müssen, die ganzen Spaltmaße einstellen etc. pp. Ah ja, hier liegt noch die Stoßstange in der Gegend rum. Lauter so Sachen. Ich hatte den kleinen Driftunfall. Deswegen ist hier in der Stoßstange noch ein Riss drin, den ich flicken muss. Hier oben liegen die ganzen Teile schon parat zum Lackieren. Hier ist mein altes Nierenblech. Und das ist natürlich nicht so schön. Aber ich habe schon ein neues Nierenblech, ein originales, wie man hier sehen kann. Und das wird dann verbaut. Auch diese ganzen Türdichtungsscheiße und die Shadowline muss alles weg. Das wird mega kacke, das wieder hinzumachen. Ja, aber eine Sache, die ich vermisst habe. Mirko, wasch mal bitte schnell das Auto an. Ich glaube, das wollen wir alle hören. Oh Gott, dieser Duft, dieser Klang. Ah. Bisschen zu leise, ja. Halt mal. Zudem gibt's noch was Neues. Ich habe hier was besorgt, was wahrscheinlich einige von euch kennen. Ich werde es jetzt nicht verraten, aber Mirko, könntest du mal oben drehen? Das ist das Ende von der Kardanwelle. Hier ist die Antriebswelle. Und wie wir sehen, drehen beide Seiten in die gleiche Richtung. Ha? Klickt? Danke sehr, Mirko. Das sollte nur mal so ein kleines Update-Video sein, weil ich ja gesagt habe, es kommen noch Videos von BMW, aber sind jetzt eine Weile nicht kommen. Jetzt wisst ihr, wie es aussieht. Er kommt jetzt dann diesen Monat noch zum Lackierer und dann müssen wir ihn wieder zusammenbauen. Ja, wir haben jetzt fast 2000 Abos beieinander. Wenn wir bis zum Frühjahr 2000 haben, dann schrubbe ich einen Satz Hinterreifen von Muttis Charger runter. Machen wir dann. Willst du dabei sein? Drei. Genau. Und dann war's das schon wieder mit dem Video. Also bis zum nächsten Tage, gell? Serré!